Los geht's auf die Walz. Handwerk mit Tradition. Besuchen wir Menschen mit Leidenschaft fürs Handgemachte. Handwerker mit Energie, Kraft und Erfahrung. Meister mit Geschick und Geduld, die sich der Tradition des Handwerks verschrieben haben. Orgelbauer zum Beispiel oder Köhler. Alles handgemacht. Von der ersten Hutmachermeisterin in Deutschland. Ich kannte das nicht anders. Meine Kindheit war Hüte. Einem Schreiner, dem eine Krankheit einen neuen Weg eröffnet hat. Chance oder Katastrophe. Wir haben dann Chance gewählt und haben den Betrieb umgebaut zur Bogenwerkstatt. Eine Handwerkerin, die sich auf ihre Nase verlassen kann. Perfekt, ist genau das, ist genau die richtige Note. Und einen Bäcker, der seinen Erfolg einem Steinofen verdankt. Riech das mal. Hier, riech mal. Lecker. Vier Meister begleiten uns auf unserer handgemachten Reise durch unseren Westen. Darf ich vorstellen, Ute Flemming aus Köln, David Hörnchen aus Schleiden in der Eifel, Michaela Habel aus Sprockhövel im Bergischen und Jörg Terjung aus Lüdinghausen bei Münster. Ich liebe Handwerk. Sie begeistern sich für das, was sie tun, und sie sind überzeugt von ihren Produkten. Schauen wir gemeinsam den Meistern ihres Fachs über die Schulter. Maßgeschneidert, unser Westen, unser Handwerk. Haben Sie den neuen Hut von Fräulein Molly schon gesehen? Ach, ist der schick. Das ist sie mit ihrem Werk, einem Handwerk. Ute Flemming, Hutmachermeisterin aus Köln. Sehr schön, das ist mal schnack 20 Jahre her, oder 25. Das war 1998. Damals ist ihr Vater der Chef in der Werkstatt, in der Ute aufgewachsen ist. Ich kannte das nicht anders. Meine Kindheit war Hüte. Ja, also wenn bei uns irgendwas mit Betreuung, was bei Kindern eben so üblich ist, nicht möglich war, dann war ich hier. Da gab es weiße Kreidestreifen, da durfte ich nicht drüber und dann bin ich hier rumgekraut. Die kleine Ute ist seinerzeit hier in der Werkstatt unterwegs. Zwischen all den gefährlichen und heiß dampfenden Maschinen. Dann hat die eine tolle Kindheit gehabt, denke ich mir. Bis Mitte der 80er läuft die Fabrikation auf Hochtouren, dann öffnet die EU den Markt. Erzeuger aus dem Ausland sind billiger. 5000 Arbeitsplätze gehen verloren, allein in Köln. Mein alter Herr ist hingegangen und hat, als es 86 die Einfuhrbeschränkung aufging und alle Hutfabriken und Textilfabriken praktisch pleite gegangen sind, hat er alles, was er so an Barvermögen hat, dafür genommen und hat praktisch aufgekauft, hat Maschinen aufgekauft und hat Material aufgekauft. Und dadurch ist dieses Riesenlager entstanden, wovon wir natürlich heute total profitieren. Der Hutmacher besinnt sich auf sein Handwerk und stellt nur noch Maßhüte her. Von der Stumpe bis zum fertigen Hut, alles aus einer Hand. Nach seinem Tod 2013 übernimmt Tochter Ute den Betrieb und fertigt heute in der vierten Generation Hüte nach alter Handwerkstradition. Sorgsam, mit Leidenschaft und viel Geduld. Immer mit dabei ein allseits bekanntes Hilfsmittel. Ja, das ist die klassische Hutschnur. Die Hutschnur ist das, damit der Hut auf der Form fixiert wird, also mit der richtig mit drauf ist. Und diese Hutschnur hat eben folgende Bewandtnis. Früher war die aus Baumwolle und die ist permanent gerissen. Und das war so, mir reißt die Hutschnur. Und wenn mir hier jetzt auf dem Hut hier die Hutschnur reißt, dann habe ich den Effekt, dass das alles sich wieder hochziehen würde und die ganze Arbeit war umsonst. Daher kommt der berühmte Satz, mir reißt die Hutschnur. Definitiv heute was dazugelernt. Gut aufgepasst. Die Hutmachermeisterin hat dann noch einen Tipp. Augen auf beim nächsten Hutkauf. So, also hier sieht man, der Hut hat einen Strich bekommen durch das Schwabbeln gerade. Das heißt, ich habe die Oberfläche bearbeitet, habe die Haare glatt gebügelt, was den Effekt hat, dass dieser Hut so eine leichte Changierung hat. Haben Sie sowas an Ihrem Hut? Haben Sie immer einen handgefertigten Hut? Von solchen Leuten kriegst du was ganz Besonderes. Das macht dir nicht jeder. Und so ein Unikat, das wollen wir doch alle. Tolle Frau. Also mit der hätte ich Spaß. Obwohl ihr Vater aus Berlin nach Köln gezogen ist, ist Ute Flemming ein echt kölsches Mädchen, das selbstverständlich auch den Karnevalisten in Köln den Hut aufsetzt und denen in Mainz und Düsseldorf. Als Kölnerin für Düsseldorf arbeiten? Sie kommt ja aus Berlin. Geht das wahrscheinlich? Klar, das geht, weil die guten Hüte eben aus Köln-Ehrenfeld kommen. Außerdem haben die Kopfbedeckungen der Jeckengardisten einen gemeinsamen Hintergrund. Wusstest du, der Preußenkönig Fritz meinte, was soll ich mit der Krone? Da regnet's eh nur durch und setzte diesen Dreispitz auf. Der Dreispitz ist eben der
Hut der Preußen. Und den gibt's heute noch im Karneval gut zu sehen. Und wahrscheinlich kommt er dann aus dieser Werkstatt. Jeder Hut ein Einzelstück und von Hand gemacht. Für Ute Fleming ein Traumjob, oder? Es ist sehr exotisch, das, was wir machen. Es gibt nicht so viele, die es noch tun, in der Form wie wir gar nicht mehr. Und dementsprechend, ich kann mir das nicht anders vorstellen. Dann stellen wir dir mal was ganz anderes vor. Auch ein exotisches Handwerk, hier in Bonn beim Orgelbauer Kleis. Das ist spannend. Habe ich mir noch nie mich mit beschäftigt, noch nie angeguckt. Ich finde Orgeln faszinierend. Ich meine, klar, gerade Kölner Dom. Bevor die Orgel im Dom erklingt, müssen erst die Pfeifenmacher ran. Am Anfang des eigentlichen Orgelbaus stehen Szenen wie aus einer mittelalterlichen Alchemistenküche. Es vollzieht sich hier das Gießen der Zinnplatten, aus denen die Orgelpfeifen hergestellt werden. Schon der Guss, vielmehr die Legierung, ist entscheidend für den Klang nachher. Von der Temperatur war es ein bisschen noch zu heiß gewesen. Ja, ja, das merkt ihr am Material, ne? Das ist ja bei uns auch so, das merkst du am Teig. Aber wenn es denn zu warm ist, da hilft dann auch nichts mehr. Zum Formen der Platten hilft am Ende sehr viel Kraft. Und eine Technik, die sich in den letzten Jahrhunderten nicht verändert hat. Hauptsache, das Ergebnis hat den richtigen Klang. Wie Sie hören, hören Sie nichts. Noch ist der Ton nicht da. Ah, schon besser. Allmählich kommen wir dahin, wo wir hinwollen. Welche Note ist das? Also kann man sagen, das ist ein C oder ein D oder so? Ja, das kann ich, muss ehrlich sagen, ich kann es nicht so wirklich bestimmen. Es soll ein Cis werden. Ja. Ja, da gehört aber natürlich Berufserfahrung zu. Das machst du nicht mehr eben so. Aber ich sehe, das ist ein lustiger Gesell, der hat Freude an seinem Handwerk, ne? Das muss auch so sein. Schließlich besteht so eine Orgel aus Tausenden von Einzelteilen. Und jedes ist das Ergebnis echter Handwerkskunst. Das ist auch ein tolles Handwerk. Das ist auch was, wo man sagen kann, der Kunde ist mit Sicherheit sehr glücklich und macht damit ganz viele Leute glücklich. Doch vor dem Glück steht zuerst mal wieder die Arbeit. Die Orgeln werden in der Werkstatt einmal komplett aufgebaut. Vor dem Transport muss alles funktionieren. Orgeln, die werden in die ganze Welt verschickt. Da kann man ja auch nicht mal eben nach Hause fahren und ach, ups, habe ich irgendwie eine Windlade vergessen. Wenn die Windlade und alle anderen Teile vor Ort zusammengebaut sind, dann beginnt das Instrument zu leben. Der Orgel die Seele einhauchen, das ist Sache des Intonateurs. Ist etwas zu schnell im Klang. Ja. Aber nur hauchfein haut er da mit dem Hämmerchen drauf und hört, dass es sich verändert. Das finde ich auch besser. Wir haben hier in Seppenrade haben eine neue Orgel bekommen und da war der dran und hat das gemacht. Und wir haben nachher da oben auf dem Boden gesungen und dann konntest du dir mal die Orgel anschauen. Ist ja ein Wunderwerk, ne? Und die Wunderwerke der Firma Kleis aus Bonn sind in der ganzen Welt zu Hause. In den USA, in China, Neuseeland und natürlich auch in der Hamburger Elbphilharmonie. Aber das macht einen auch stolz als Handwerker, glaube ich, wenn man so sagen kann, auf der ganzen Welt verteilt. Also ich ab und an erzähle ich schon mal, meine Bögen gibt es europaweit. Und dann habe ich einen in Italien und einen in Holland und einen in Irland. Aber sowas, boah, das ist schon was. Und natürlich klingt auch hier im Hohen Dom zu Köln eine Orgel aus der Werkstatt in Bonn. Weiter geht unsere Reise ins Münsterland. Genauer hierhin, zur Burg Fischering. Schöner Arbeitsplatz, kann ich ganz klar sagen, egal was kommt. Jörg Terjung betreibt hier ein Café und seine historische Backstube. Kommt mit rein. Ein klassischer Bäcker irgendwie. Also der sieht schon aus wie ein Bäcker, finde ich. In der Backstube brennt der Ofen. Bäcker Jörg ist rund um Lüdinghausen bekannt für seine Backwaren aus dem Holzofen. Ich hab Spaß dran. Das ist toll, mit so einem Naturstoff umzugehen, neue Sachen zu kreieren und dabei eben hier diese Urgewalt von Feuer, ne? Das macht mich ja immer noch an. Ich mach das schon ein paar Jahre, aber wenn du dann das Feuer hast und hast die 500 Grad drin, ich find's irre. Ich habe so einen Pizzaofen, wo ich auf Stein backen kann mit Feuer, ähnlich wie da drin. Wir probieren regelmäßig, da ein Brot zu backen.
Sauerteigbrot, wo wir den Sauerteig selber ansetzen. Wir sind noch in der Probierphase. Der Bäckermeister weiß aber ganz genau, was er tut. So, das hier ist das Burgherrenbrot für die feineren Leute. 80% Weizen drin, 20% Roggen. Und ich schneide das noch mal ein. Da seht ihr jetzt hier schön katholisch über Kreuz. Damit segnest du das Brot. Früher war das ganz wichtig für die Leute. Das ist mir wichtig, Stoffe von hier zu nehmen. Das heißt rote Beete beispielsweise. Rote Beete Brot ist ein Knaller bei mir. Und das hier von heimischem Boden, ey, das schmeckt so Lüdinghauser Scholle. Das ist doch was Tolles. Der ist sympathisch. Der mag seinen Beruf, das siehst du schon. Das ist jemand, der darin aufgeht. Meine Eltern haben mich nach Münster geschickt zur Ausbildung. Was Feines sollte es sein, Konditor. Aber als ich dann wieder zu Hause war über die Wanderjahre und zu Hause wieder angekommen, habe ich alsbald gemerkt, du musst auch Bäcker machen. Du bist Nahversorger, du kannst nicht ohne das Bäckerhandwerk. Und so bin ich zu der Liebe des Brotes gekommen. Solch ein Brot, das musst du riechen. Und dann dieses Krachen, ja, das zeugt von einer Kruste, da willst du reinbeißen. Ah, toll. Ah, wenn Brot so knackt, super. Das ist wahrscheinlich der Duft alleine, macht einen dauerhungrig, oder? Riech das mal. Hier, riech mal. Danke, ich habe noch nicht gefrühstückt. Das hörte sich sehr, sehr lecker an, schon dieses Knacken gerade. Egal, ob die Lüdinghausener gefrühstückt haben oder nicht, am Wochenende stehen sie Schlange. Hier vor der historischen Bäckerei von Holzofenbäcker Jörg Terjung auf Burg Fischering. So, das war's. Halt, Jörg. Wir müssen noch nach Gescher ins Glockenmuseum. Da kommt so ein bisschen Wehmut auf. Ich kenne Gescher, ich war in Gescher, ich habe die Hallen gesehen, aber ich war im Museum noch nicht drin. Das ist echt schade. Solltest du dringend mal hin. Aber noch interessanter ist ein Besuch in der Glockengießerei. Wenn man Glück hat, kann man hier lernen, wie eine Glocke entsteht. Zuerst formen die Glockenbauer den Glockenkern aus Ziegeln und Lehm. Hier entsteht das Innere, in dem später der Klöppel schwingt. Das wird mir aber auch Spaß machen. Also man kann ja was mit den Händen formen. Das ist ja schon klasse. Ist der Kern glatt gezogen, muss er tagelang trocknen. Erst dann ist es Zeit für die falsche Glocke. Mit Hilfe dieser Schablone entsteht die endgültige Form der späteren Glocke. Wieder ist Lehm das Material der Wahl. Schicht für Schicht entsteht der Platzhalter für die Glocke. Das muss ja alles passen. Und das in so einem groben Format. Ne? Ich sag mal, das ist ja mannsgroß, da die Glocke, die da machen. Nach dem Trocknen der falschen Glocke werden die Verzierungen platziert und alles mit Trennmittel geschützt. Denn jetzt folgt die äußere Hülle. Wieder aus Lehm und Stroh. Und dann ist ein letztes Mal Geduld gefragt. Das ist Handwerk. Da bin ich zu Hause. Ich würde mich da auch wohlfühlen. Jetzt wird es eng um das Handwerkerherz. Nach Tagen ist die Hülle getrocknet und wird endlich abgehoben. Die falsche Glocke hat ihre Schuldigkeit getan. Sie muss weg und macht Platz für den Guss. Jetzt kommt es zum Ergebnis oder jetzt kommt der Punkt, da muss alles passen, jetzt muss es sitzen. Die äußere Hülle kommt wieder an ihren Platz über dem Glockenkern. Zwischen den beiden Formen entsteht ein Hohlraum, in den später die glühende Bronze fließt. Damit die Form dem gewaltigen Druck und der Hitze standhält, wird die Glockengrube mit Erde gefüllt. Heute erledigen das große Maschinen. In alten Zeiten war auch das mühsame Handarbeit. Fest gemauert in der Erde steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden. Frischgesellen, seid zur Hand. Früher wie heute mauern die Gesellen die Kanäle, in denen die Bronze zu den Glocken fließt. Und wenn es soweit ist, dann kommt die Gemeinde, um dem Moment beizuwohnen, dem alle entgegenfiebern. Über 1200 Grad hat der Ofen vor dem Anstich. Man geht ja da mit einem Baumstamm rein und das ist ja auch ein Ding. Ja.
fließt das flüssige Metall hier in die Rinnen rein und jetzt werden die ersten Glocken gleich gegossen. Hier vorne kommt schon an jetzt da und jetzt ist es unmittelbar beim Guss. Alle Anwesenden warten auf den Moment, in dem die Form komplett gefüllt ist. Die Spannung ist auf dem Siedepunkt. Ja, sag mal, da pfeift dir aber die glühende Hitze entgegen. He? Das ist ja der Wahnsinn. Und wieder heißt es tagelang warten. Die Glocke muss langsam abkühlen, bevor sie aus der Erde geborgen werden kann. Jetzt müssen die Glockengießer alles, was sie mühsam von Hand geformt haben, zerstören. Die äußere Form ist zuerst dran. Dann muss der Kern dran glauben. Ja, der wird dann im Presslufthammer, der Stein von innen, den wir zu Anfang, boah, ist Wahnsinn. Wahnsinnsarbeit. Und alles für Mülltonne danach, ne? Also alles, was man abmacht, kann man ja nicht wiederverwenden. Nichts bleibt von den Lehmformen, die in den letzten Wochen entstanden sind. Nur die Glocke. Und die muss kurz nach ihrer Geburt zeigen, was sie kann. Mega, super. Das ist, glaube ich, dann der Moment, wo man sagt, ja, alles richtig gemacht. Die Glocken rufen uns in die nächste Region. Es geht auf nach Südwestfalen. Tief in den Wäldern steigen Rauchschwaden in den Himmel und zeugen von einem uralten Handwerk. Ah, okay, Holzkohle. Ja, keine Ahnung von. Aber wusste ich gar nicht, hab ich überhaupt keine Vorstellung, wie man die herstellt. Los geht's mit der Brennstelle im Zentrum. Um die stapelt der Köhler bis zu 5 Tonnen Holz. Sorgsam und mit System. Der Holzberg wird mit Stroh und Erde eingepackt und abgedichtet. Erst dann feuert der Köhler seinen Meiler an, indem er Glut von oben auf die Brennstelle im Inneren kippt. Es findet eine Verbrennung statt, wobei die gasförmigen Sachen wohl abgebrannt werden und der feste Teil übrig bleibt. Und das ist dann die Holzkohle. So ungefähr. Früher war die Holzkohle die Basis für die Wirtschaft in der Region. Lange Zeit hielten die Siegerländer daran fest, ihr Eisenerz ausschließlich mit Holzkohle zu verhütten. Da die Gewinnung von einem Zentner Eisen etwa die 15-fache Menge Kohlholz erforderte, waren die unerschöpflich scheinenden Vorräte bald in Gefahr. Ja, wie viel Holz da abgemacht worden ist, so schnell kann das gar nicht wachsen, wie das da abgemacht wurde. Heute betreiben viele Köhler nur einmal im Jahr einen Meiler. Ein Fest. Ja. Da bin ich ja dabei, ne? Ich sehe schon, also da gibt es auf jeden Fall Freude. Wald ist da, gesellig scheint es auch zu sein. Zumindest schaut es danach aus. Schön. Rund um die Köhlerhütte ist die Stimmung super. 12 Tage brennt so ein Meiler und will Tag und Nacht bewacht werden, damit er nicht ausgeht. Nach der Köhlerparty beginnt die Erntezeit. In Düttlingen wird das regelmäßig gemacht. Ich glaube, alle 2 Jahre machen die das. Und das ist die beste Holzkohle ever. Die Kohle klingt auch. Also wie Glas war die. Anders als eine Kohle, die ich irgendwo im Sack für 2,95 Euro kaufe. Danke für das Kompliment. Darauf erheben die Jungs gerne ihr Glas. Apropos Glas. Südwestfalen ist in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts eine Hochburg der Glasindustrie. Ja, spannend. Glasbläser, ein ganz, ganz klassischer Beruf. Gute Lunge musste haben und ganz viel Feingefühl. Toller Beruf. Immerhin haben Glasbläser mit einem sehr zerbrechlichen Werkstoff zu tun. Heute kennt man Glasbläser eher so. Einzelkämpfer an der Flamme bei der Herstellung von Kunsthandwerk. Toll, solches Handwerk zu sehen. Das ist eine Passion, sowas zu machen, sowas machen zu dürfen. Peter Kerzdörfer liebt seine Arbeit und hat seine Leidenschaft für diese Arbeit mit Glas an seinen Sohn weitergegeben. Michael Kerzdörfer ist Glasbläser in der 9. Generation und an der Uni Siegen zuständig für die Glasapparaturen der Naturwissenschaftler. Auch hier ist Leidenschaft mit im Spiel. Beherrsche das Glas. Das ist das, was ich machen möchte. 9 Generationen und immer noch die Liebe zum Handwerk? Toll.
Ich finde, was der Sohn macht, viel, viel spannender. Weil ich finde, kreativ sein und irgendwas kreativ herstellen ist toll. Aber wenn ich das dreimal das Gleiche machen muss, dann ist das Handwerkskunst. Bei Michael Kerzdörfer ist Geschick und äußerste Präzision gefragt. Und noch ein Gewerbe, in dem Glasbläserkunst gefragt ist. Hat jemand eine Idee, was hier entsteht? Klar, Leuchtreklame, Neonreklame ist auch alles von Hand geblasen. Ja, klar. Das wusste ich auch. Deswegen ist die auch so teuer. Und die muss ja dicht sein und die muss ja dann mit Gas gefüllt werden, damit sie leuchtet. Und das muss eine bestimmte Grammzahl haben da drin, dass es gleichmäßig leuchtet. Das ist ganz schön schwer. Und er beherrscht sein Handwerk. Meister Schillings. Seine Spezialität, rechte Winkel. Seine Werkstatt findet man in Aachen. Und damit sind wir in der nächsten Region angekommen. In der Nordeifel. Und hier ist Holz unser Thema. Von Rückepferden behutsam aus dem Wald gezogen, kommen die regionalen Hölzer direkt in die Werkstatt von David Hörnchen, hier in Schleiden. Prügel nennt der Schreinermeister sein Ausgangsmaterial. Heute ist er ein erfolgreicher Bogenbauer und leidenschaftlicher Schütze. Das ist ja ein richtiger Sport, den man betreibt mit diesem Bogen. Das ist natürlich schön, wenn man sein eigenes Sportwerkzeug gebastelt hat. Das ist natürlich klasse. Bleibt die Frage, wie genau wird aus einem Schreinermeister ein Bogenbauer? Irgendeinen Samstag, als ich hier rumgebuselt habe, aufgeräumt habe, kamen die Jungs in die Werkstatt und sagten, Papa, kannst du mir nicht mal einen Bogen machen? Nichts leichter als das. Bin ich raus, hab einen Knüppel aus der Werkstatt, aus dem Holzlager gezogen, hab den an der Bandsäge vorbeigeschoben, geschliffen. Stunde später, hier Jungs, habt ihr einen Bogen. Und dann sind die raus und hatten sich irgendwie so eine Gardinenstange als Pfeil mitgenommen, kamen nach einer halben Stunde wieder und sagten, Papa, der schießt wie eine nasse Nudel. Und da kommt einfach nichts raus. Der schießt wie eine nasse Nudel, ist schön ausgedrückt. Klar, der muss ja Spannung haben. Und da ist bei mir so der Ehrgeiz entstanden, das besser machen zu wollen. Und dann habe ich viel im Internet recherchiert und habe so ein bisschen angefangen, wie besessen, Bögen zu bauen. Am Anfang war das nicht mehr als ein erfüllter Jugendtraum. Kennt man ja. Wir haben Armbrust gebaut, wir haben den Bogen selber gemacht und dann haben wir uns die Pfeile eben auch selber gemacht. Die Taubenfedern, weißt du, fein geschnitten, oben drauf geklebt. Und ich habe den von Muttern habe ich einen Löffel geholt, habe den Löffel an sich abgebrochen und habe dann diese Spitze, Metallspitze gehabt, mit einem Bändchen drumherum gemacht. Blieb das Ding dann auch im Baum stecken. Ne? So habe ich das betrieben als ein bezahltes Hobby. Muss man so sagen, einfach neben der normalen Arbeit habe ich dann halt Kurse gegeben und ja, das so für Spaß gemacht. Und irgendwann wurde ich heftig krank. Dann haben meine Frau und ich uns zusammengesetzt, überlegt, was machen wir, Chance oder Katastrophe. Wir haben dann Chance gewählt und haben den Betrieb umgebaut zur Bogenwerkstatt. Guter Typ. Ich finde das auch spannend, wenn man so umschwenkt. Ich meine, andererseits wieder sehr, sehr schön, wenn man so eine Nische findet und das Können und das Wissen hat, um diese Nische auszufüllen. Das ist super. Und ich finde das auch schön, wenn man nicht so eingefahren ist und das unbedingt so weitermacht. Mittlerweile läuft die Bogenwerkstatt. David ist der Bogenpapst. Baut Holzbögen, Hybridbögen, natürlich seine eigenen Pfeile und gibt sein Wissen gerne weiter. In dem Moment, wo du es anlegst, da musst du dich voll auf das Ziel konzentrieren. Ich glaube, da liegt die Ruhe drin, wo du in dich selbst reingehst. Und deshalb ist es ein guter Ausgleichssport, wenn du einen hektischen Job hast. Auf dem Bogenparcours hier in der Eifel kann jeder sein eigener Robin Hood sein. Ich glaube auch, dass das wirklich Spaß macht. Und dann auch noch handgefertigt, vielleicht von einem selber gefertigt, das ist schon klasse. Von Oktober bis April gebe ich Bogenbaukurse und von Mai bis September gebe ich Bogenschießkurse.
Im Sommer bin ich draußen, im Winter bin ich in der warmen Werkstatt. Also es ist schon, es hat sich schon toll entwickelt. Volltreffer, könnte man sagen. Hier in Kommern wird ein Kutschrad nach alter Handwerkstradition zusammengebaut. Ein Stellmacher, wie schön. Hatten wir hier in der Nachbarschaft auch. Walter Bergsch ist von Hause aus Schreinermeister und hat das Stellmacherhandwerk von der Pike auf gelernt, indem er die alten Meister gelöchert hat. Heute ist er der Letzte, der das Stellmacherhandwerk in der Region am Leben hält. Warum soll das Alte aussterben? Früher, die konnten schon, was heißt das dann? Früher, die konnten was. Ziehen sie uns den Stecker aus der Wand, dann sind wir mit unserem Latein zu Ende. Hat er ganz klar recht. Wenn wir keinen Strom hätten, dann wären wir hier in Deutschland am Eimer. Ja, das ist so. Und das ist so, das ist ja auch einer von den Berufen, die ausgestorben sind, also die auch abgeschafft worden sind als Ausbildungsberuf. Und dementsprechend kommt ja auch keiner mehr nach. Und dann kann auch keiner mehr mit den alten Werkzeugen so präzise mit dem Holz umgehen. Das ist genau das Gleiche wie beim Fass die Dauben. Also es ist für mich ganz, ganz bekanntes Terrain und da fühle ich mich also auch richtig zu Hause. Zurück zum Stellmacher. Mit fertigem Holzrad geht der Meister nach Kommern zum dortigen Schmied. Gemeinsam schaffen sie den Eisenreifen auf das Rad. Der Reifen wird erhitzt, damit er sich weitet. Dann muss alles sehr schnell gehen, damit das Holz nicht in Flammen aufgeht. Wenn es sich erkaltet, zieht es den Reifen zusammen. Aber dafür muss das Holzgestell absolut rund sein. Die Deichsel kommt ins Rad mit einem besonderen Gleitmittel. Wir nennen das fermentierte Zellulose. So ein Scheiß. Richtig Kuhscheiße ist das Mittel der Wahl. Mit einem echten Handwerksmeisterwerk am Wagen geht's weiter in die nächste Region. Auf ins Ruhrgebiet. Als die Räder im Pott noch auf Hochtouren gelaufen sind, ist Mülheim das Zentrum der deutschen Lederindustrie. 50 Großgerbereien sind hier Mitte des 20. Jahrhunderts in Betrieb. Eine harte und dreckige Arbeit. Bis 2008 gerben die Männer hier bei Hammern das Leder, so wie sie es in den vergangenen 130 Jahren getan haben. Dann ist auch hier Schluss. Heute erinnert nur noch das Ledermuseum an die alten Zeiten und den Durst des Bergbaus nach Lederprodukten. Die Treibriemen der großen Maschinen zum Beispiel waren aus Leder. Wir haben in unserem Saloon haben wir auch einen Ventilator drin, der auch natürlich mit Lederriemen betrieben wird. Ja, da können Sie sich aber nicht vorstellen, was ich da lange nachgesucht habe, bis ich so einen neuen Riemen bekommen habe. Zurück zu den Bergleuten. Alles aus Leder. Handschuhe, Gurtzeug und auch die alten Helme. Ja, klar. Was denn sonst? Plastik gab's noch nicht. Was willst du sonst nehmen? Gab's noch nicht. Dafür gibt's schon immer und bis zum bitteren Ende das oft berühmte Arschleder. Hört sich ein bisschen unanständig an. Aber ist okay. Immerhin hat es einen Platz im Museum, weil ohne das Arschleder geht im Bergbau bis zum Schluss gar nichts. Wofür die Kumpel das Stück Leder gebraucht haben, können selbst die jüngsten Kerle aus dem Pott heute noch erklären. Aufgepasst! Das wird dazu benutzt, weil früher hatten die Bergleute Rutschen, um runterzukommen. Und die waren halt aus Holz, nicht? Und dann sind die halt mit dem Arschleder da runtergerutscht, damit sie sich keine Späne hinten einfangen. Super. Guter Kleine. Ja, genau dafür. Ja, Leder war Schutzkleidung. Ja, und das ist ja sogar im Mittelalter sind die Rüstungen daraus gemacht worden. So weit gehen wir jetzt nicht zurück, sondern nur nach Herne. Hier stellt einer der letzten Schäftemacher Schutzkleidung für Füße her. Maßanfertigung, versteht sich. Also wenn ich Rentner bin, ich denke mal, dann leiste ich mir auch solche Schuhe. So, nur für mich, weißt du? Was Besonderes für mich. Und wo du dann, da guckst du mir nicht ins Gesicht, da guckst du mir auf die Schuhe. Echte Handarbeit hält ein Leben lang. Versprochen. Auch Hartmut Seidig, Schäftemacher und orthopädischer Schuhmacher, übergibt seinen Betrieb an die nächste Generation. Sohn Dustin und Schwiegersohn Jan setzen die Familientradition fort. Wenn ich heute einen 20-Jährigen habe in Deutschland, der loslegen möchte im Beruf, dann würde ich auf jeden Fall sagen, geh aufs Handwerk. Damit setzt du auf jeden Fall auf die richtige Karte. 35.000 Paar Schuhe haben in den letzten 30 Jahren die Werkstatt verlassen. Und das soll auch so bleiben.
Wir haben 59.000 freie Stellen. Die werden nicht besetzt? Ist doch ein Unding. Also da kannst du doch Deutschland nicht mehr verstehen. Was ist denn hier los? Und dann kriegst du solche tollen Berufe, wo du dich selbst verwirklichen kannst. Was willst du denn mehr? Da geht dir doch das Herz auf. Einen Vorschlag hätte ich noch. Sattler. Martina Gollnick hat ihre Werkstatt in Mülheim und beherrscht ihr Handwerk. Für einen Kunden baut sie aus feinstem Leder dessen in die Jahre gekommene Lieblingstasche nach. Das haben wir ganz oft. Ein Großteil von unseren Kunden sind historische Sachen, die kommen mit etwas an, was dem Opa gehört hat oder dem Papa gehört hat. Und ich möchte gerne den Hut haben, so dass ich ihn auch tragen kann. Das sieht toll aus. Das ist eine wunderschöne Arbeit. Den Kunden freut's. Und mit der Tasche unterm Arm machen wir uns auf in die nächste Region. Hier im Bergischen Land, genauer in Sprockhövel, ist Michaela Habbel zu Hause. Hier steht die Distillerie, die sie von ihrem Vater übernommen hat. Whisky, Brände und Gin sind ihre Profession. Ich wurde hineingeboren. Ich hatte das Glück, wirklich hier als Baby in der Brennerei aufwachsen zu dürfen. Ich bin aktuell die vierte Generation des Familienunternehmens und es gibt seit 1878. In der Ahnengalerie die erste Frau. Ich finde es eh schön, wenn man sagen kann, man führt so eine Tradition weiter. Wenn man das als Kind natürlich schon so aufnimmt und sagt, jo, das will ich auch. Bei mir war es eher so, wenn du als Kind hier die ganze Zeit bist, dann hast du ja nichts anderes gesehen. Und dann wolltest du das ja auf gar keinen Fall. Michaela geht zuerst auch einen anderen Weg, hat Jura studiert und sich dann gegen die Paragraphen und für die Prozente entschieden. Veranlagung. Ihr Vater war in den 70ern der Erste, der in Deutschland Whisky gebrannt hat. Wow, das ist natürlich ein Hammer. Ist das schon reichend. Auch eine absolut deutliche Portweinnote drin. Ich habe es letztens getrunken, war auf dem Whisky-Tasting. Genial. Es war nur eine geringe Menge, aber toll. Die Geschmacksnoten, die du auf die Zunge drauf kriegst, das ist herrlich. Ich arbeite in der Genussbranche. Das heißt, ich kriege immer die schöne Seite des Menschen zu Gesicht. Die kommen in ihrer Freizeit hierhin, die möchten genießen, die interessieren sich für unseren Job. Und das ist natürlich, macht es immens Spaß, einfach hier tagtäglich zu arbeiten. Wenn man sie in ihrer Brennerei besucht, kann man den Weg vom gemahlenen Korn bis zum fertigen Destillat verfolgen. Michaelas fleißigster Mitarbeiter ist die Hefe. Ohne die geht nichts hier bei den Habbels. Am Ende entscheidet Michaelas Nase über die Qualität der Produkte. Wenn sie ihr Okay gibt, dann müssen die kostbaren Tropfen noch für eine ganze Zeit in diese edlen Fässer, im riesigen Lager der Brennerei. Wir sehen hier mein Lieblingsfass, eine amerikanische Weißeiche, Ex-Jack Daniels-Fass mit einem getorften Malz drin. Auf dieses Fass stehe ich wirklich. Ja, kann ich verstehen. Hat was mit dem Holz zu tun. Ja, sowas habe ich hier auch. Besonderes Holz. Wenn du hier in den Ofen beispielsweise Birke reintun würdest, da geht ein Duft über den ganzen Hof. Das ist irre. Auch dieses Fass mit Glasboden gibt dem Whisky die Farbe und rundet seinen Geschmack ab. Aber das kann bis zu 18 Jahre dauern. Finde ich unfassbar lang. Ja, und man weiß nicht, was bei rauskommt. Qualität eben. Da ist Geduld gefragt. Das ist auch so eine Charaktersache, dass man das kann. Michaela kann und nutzt die Zeit für ihre Lieblingsbeschäftigung, der Kreation neuer Produkte. Ein ganzes Regal voller Destillate steht ihr zur Verfügung. Sie wählt für einen Gin zur Winterzeit das Zitronenschalendestillat. Die Nase ihres Vaters vermutet, noch einen Tropfen Mandarinenschalendestillat muss es bringen. Michaela oder besser ihre Nase entscheidet sich, das Ganze noch ein wenig zu verdünnen. Die richtige Idee? Sehr schön. Das wäre zum Beispiel ein Gin, den ich auch pur trinken würde. Perfekt, ist genau das, ist genau die richtige Note. Spritzigkeit drin, so hatte ich es mir vorgestellt. Na dann, abfüllen, die Etiketten drauf und ab in den Versand. Und das, was von der ganzen Brennerei übrig bleibt, ist ein lecker Futter für die Rindviecher vom Bauern nebenan. In der Schlempe sollte dann natürlich kein Alkohol mehr drin sein. Betrunkene Kühe ist auch eine schöne Vorstellung. Das Bergische Land. Schön hier, finden nicht nur die beschwipsten Kühe. Die Kotten an der Wupper erinnern an die großen Zeiten der bergischen Messerindustrie. Der Fluss liefert die Kraft für die Maschinen, die Messerschleifer ihre ganze Erfahrung. Das Ergebnis, hohe Qualität. Messer ist ja so ein Männerding, ne? Also ich habe immer ein Messer.
am Mann. Ich bin ein großer Messerfan und ich habe mich auch schon mal versucht, ein Messer zu schmieden. Dann wird dir das hier gefallen. Hier in Solingen bei Nessmuck entstehen ganz besondere Messer. Damaszenerklingen von Meisterhand. Ich habe mal gehört, das hat was mit Falten zu tun. Der wird in verschiedenen Richtungen gefaltet und je stärker der gefaltet ist, desto besser wird der. Richtig. Alles fängt an mit einem Paket aus unterschiedlichen Stahlstreifen. Zusammengeschweißt kommen sie in die Esse. Dann wird der Block flach geschmiedet und gefaltet. So verdoppeln sich die Schichten. Und wieder ab in die Esse bei mehr als 1000 Grad. Und dann wieder unter den Hammer. Ein immenser Aufwand. Wir haben schon Hitze und wir haben schon Dreck, aber das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und wenn der Rohling fertig ist, dann ist wieder Handarbeit gefragt. Mit Hammer, Amboss und Leidenschaft gibt der Schmied dem Rohling seine Form. Man glaubt gar nicht, wie unterschiedlich man einen Hammer schwingen kann. Wie sagt man so richtig? Gelernt ist gelernt. Und Übung macht den Meister. Man kauft ja sowas fürs Leben. Das ist das Schöne an dem Produkt. Das Schöne ist das Muster, das die Damaszenermesser auszeichnet und das auch erst nach dem Schleifen zum Vorschein kommt. Sieht toll aus. Dieses Changieren finde ich unfassbar gut. Das ist, das sind Klingen, wo man wirklich sagen kann, okay, das ist auch Handarbeit. Dann geht er auch anders in der Küche um. Alter Schwede. Mehrere tausend Euro muss man für so ein Messer auf den Küchentisch legen. Schauen Sie mal her. Ich muss ja gar keinen Druck ausüben. Ich muss nur festhalten. Es ist unglaublich scharf. Aber der Spaßfaktor ist es. Egal ob Gamba Carpaccio oder fliegende Tomaten, diese Messer schneiden wirklich alles. Ein bisschen beeindruckt geht es weiter Richtung Niederrhein. Hat jemand eine Idee, was das hier werden könnte? Das ist auf jeden Fall was aus dem Schneiderhandwerk. Das ist zumindest für uns ein bisschen artverwandt. Jetzt aber. Krawatten, okay. Wir sind in Krefeld, der ehemaligen Hochburg der Seidenweberei in Deutschland. Damals werden die feinen Stoffe für die Krawatten hier in der Region gewebt. Mönchengladbach, Krefeld, da oben die Ecke, das waren also große Webereien, Seidenwebereien, gab es da ganz tolle. Das ganze Know-how ist leider weg. Auch das der vielen tausend Krawattennäherinnen, die oft in Heimarbeit die Krawatten zusammengenäht und fein gebügelt haben. Früher habe ich gerne Krawatten getragen, schöne, ausgefallene. Na gut, wenn du so mit diesem Kleidungsstück umgehen kannst. Da wird mein Vater dran scheitern. Der hat ihn mit Knoten im Schrank hängen. Die Krawatte an sich ist nicht mehr das angesagte Accessoire für den modernen Mann. Also ich habe einen Krawattenbestand von, sagen wir mal, 8 Stück. Und die werden an für sich wenig getragen. Also zu meiner Hochzeit habe ich Krawatte getragen. Und ich glaube danach eher nicht mehr. Die Nachfrage sinkt und die meisten Hersteller müssen aufgeben. Oder sich anpassen, wie Ascot zum Beispiel. In den großen Hallen arbeiten nur noch wenige Mitarbeiter. Die Chefs setzen auf Qualität und Handarbeit. Eine gute Krawatte muss schräg geschnitten werden, soweit ich weiß. Und dann kannst du die eben auch richtig positionieren. Und da bin ich ein bisschen pingelig. Pingelig ist gut. Hier wird auch heute noch nur mit Fachpersonal gearbeitet. Ich habe das gelernt, also Krawattennäherin gelernt. Die Chefs gehen das Wagnis ein und produzieren mit wenigen Leuten extrem hohe Qualität. Ich glaube, dass das für einen Unternehmer traurig ist. Ne, auf der einen Seite, klar, ne, die machen jetzt tolle Sachen, konzentrieren sich auf ihr Handwerk. Aber wenn man mal gesehen hat, dass da, 100 Mitarbeiter rumgelaufen sind, jetzt sind es nur noch 5 oder 10, glaube ich, dass das auch in der Seele ein bisschen wehtut. Und weil in Krefeld keine eigenen Stoffe mehr hergestellt werden, fährt der Geschäftsführer nach Italien. Hier werden noch die hochwertigen Stoffe produziert, die in Krefeld für die Krawatten in Spitzenqualität gebraucht werden. Krawatten für den gehobenen Kunden und den besonderen Anlass. Das ist auch meine Passion. Er hat ein Alleinstellungsmerkmal. Er kann ganz besondere Krawatten machen. Für ein ausgesuchtes Klientel, nicht für jedermann. Aber das wird was Besonderes sein. Und die trägst du dann auch so. Auf geht's mit stolzer Brust zur letzten Station auf unserer Reise. Hier geht's um das deutsche Handwerksgut schlechthin. Bier. Gebraut nach deutschem Reinheitsgebot.
Ja, aber da bist du bei mir richtig. Über 200 Brauereien gibt es bei uns im Westen. Auch wenn der Bierkonsum zurückgeht, ist der Gerstensaft auch heute noch der Deutschen liebstes Erfrischungsgetränk. Und alle Brauereien sind von Männern besetzt. Alle? Nein. Eine von drei unbeugsamen Frauen besetzte Brauerei hört nicht auf, Widerstand zu leisten. Diese drei führen eine Brauerei hier in Detmold. War Frauen in der Alkoholbranche, finde ich super. War ja klar. Nach dem Tod von Chef Friedrich Strate 1995 haben Mutter Renate und die Töchter Simone und Friederike gemeinsam den Betrieb übernommen. Auch schön, reiner Frauenbetrieb, finde ich gut. Und sie ist die Chefin hier im Brauhaus, Friederike Strate. Ich glaube, sie ist auch die einzige oder erste Braumeisterin gewesen. Ne? Auf jeden Fall ist sie die jüngste Braumeisterin in Deutschland. Und das sorgt natürlich für Aufsehen. Und für dusselige Reporterfragen. Was fasziniert Sie denn so an dem Bier? Das Faszinierende an dem Bier ist, dass das Bier lebt. Mhm. Und dass es praktisch, naja, eben, dass es richtig lebt. Ja, das Bier, das lebt. Und wenn es nicht gestorben ist, dann lebt es immer noch. Ich wusste auch nicht, was ich darauf antworten sollte. Die drei Frauen entwickeln eine Marketingstrategie hin zu Spezialbieren. 2013 brauen sie das Bier des Jahres, das Detmolder Tusnelder Bier. Wir dachten, zu dem Hermann, der bei uns im Lipperland steht, muss auch einfach eine tolle, schicke Frau. Und so sieht sie aus, Hermanns Tusnelder. Ja, letztes Jahr war ich wandern auf dem Hermannsweg und die Endstation war natürlich das Denkmal, aber Tusnelder war nicht da. Na, dann musst du eben noch in der einzigen Brauerei in Frauenhand lernen, dass das Bier eigentlich schon immer einen rein weiblichen Ursprung hat. Wir zum Bierbrauen können nur die weiblichen Hopfendolden gebrauchen. Das duftet und auch mal auf die Handoberfläche reibt und es kommt mit Wärme und Haut in Verbindung. Ah. Mach ich beim Brot auch. Wenn du hier das Brot nimmst und reibst es, dann kriegst du anschließend die Duftnoten noch mal deutlich heraus. Du brauchst die Wärme dazu. Das ist in der Brennerei nicht anders. Ich weiß genau, auf was für Temperaturen ich gerade bin, indem ich das Destillat über die Hand reibe. Also totale Parallele. Traditionshandwerk bei uns im Westen. Spannend, dass wir so viele verschiedene Gewerke bei uns haben. Finde ich total gut. Jeder brennt für das, was er tut. Ob er Brot backt, ob er mit Leder hantiert, ob er einen Hut macht. Wenn ich das alles so sehe, bin ich schwer beeindruckt. Dann bin ich stolz, Nordrhein-Westfalen zu sein. Ein Prost auf das ehrbare Handwerk. Ehrlich. Aber das ist aber eine Überraschung, die du mir da mitgebracht hast.